Hallo Leute, Teil 7 von Tropico 5 und, schön, okay, bieten wir uns gleich mal den nächsten Aufgaben. So, die hier zum Beispiel, Moment, erst Bibliothek gucken, okay, die haben wir. Jetzt hat das ja hier Einfluss drauf, dass es Forschungspunkte geben müsste. Gibt es wahrscheinlich noch nicht, weil noch keiner da arbeitet, aber das kann auch noch besser werden. Drei Bürger haben Tropico verlassen, na, Frechheit. So ein schönes Inselchen, das verlässt man doch nicht freiwillig. Geht's noch? So, also, Aufgabe annehmen. Technischer Fortschritt ist ein Weg zur Autonomie, Gouverneur. Wir brauchen mehr Wissenschaftler, die über wichtige Dinge nachdenken und Neues entdecken. Die Erforschung neuer Technologien erlaubt uns, unsere Wirtschaft und Gesellschaft zu verbessern und die Ketten unserer Herrscher zu sprengen. Forschungsgebäude benötigen ausgebildete Arbeiter, die sie möglicherweise im Ausland finden und anstellen müssen. Aufgabe, bauen Sie eine Bibliothek. Haha, haben wir schon. Belohnung, Sie erhalten mehr Aufgaben. Zählt das mit der neuen Bibliothek schon oder müssen wir jetzt eine zweite machen? Nee, das blinkt schon mal feierlich. Gut, das hätten wir. Neue Aufgabe. Phase 1 des Plans seiner Majestät hat begonnen. Alle Kolonien müssen Nahrungsmittel an unsere Feinde exportieren. Mhm. Jetzt, da die Lieferungen begonnen haben, dauert es nicht mehr lang. Wenn unsere Gegner fett genug sind, erobern wir im Namen seiner Majestät die Welt. Aufgabe, exportieren Sie 3000 Fleisch, Belohnung, Mandat 6 Monate verlängert. Okay. Fleisch. Das machen die hier eigentlich schon. Da könnte man noch einstellen, damit die Bürger hier kein Essen kriegen, machen wir aber nicht. Speisen im Königreich zu finden, hat der König einen königlichen Kochwettbewerb organisiert. Wir müssen ihm zeigen, dass Tropicos Küche ohnegleichen ist. Diese tumben Königstreuen wollen, dass wir den Koch des Königs gewinnen lassen sollen. Andere fordern, dass wir den Kochwettbewerb zur Werbung für unsere Erzeugnisse nutzen sollten. Aber wir beide wissen, dass die Revolution verlangt, dass wir siegen. Wer soll uns im Kochwettbewerb vertreten? Ein Familienmitglied, das heißt die Nahrungsexportpreise steigen. Penultimo, gibt eine Mandatsverlängerung. Der Leibkoch würde die Unterstützung durch Revolutionäre steigen lassen. Das ist jetzt noch tricky. Nahrungsexportpreise, jetzt haben wir es. Gibt Geld. Die Mandatsverlängerung brauchen wir nicht zwingend jetzt. Wir nehmen mal die Nahrungsexporte, okay. Und was ist jetzt los? Müssen wir noch aussuchen, wer. Um die besten Speisen im Königreich zu finden, hat der König einen königlichen Kochwettbewerb. Das haben wir ja. Wer soll uns im Kochwettbewerb vertreten? Da bleibt nicht viel. Reinaldo Heisenberg. Na, das klingt doch gut. Da waren wir eben, glaube ich, schon länger nicht mehr. Haben wir den zugeteilt? Den haben wir, genau. Aber der hier noch nicht. Der sieht ja auch lustig aus. Doch, den haben wir eigentlich auch zugeteilt. Warum stand denn da gerade sowas Ähnliches wie unbekannterweise? Ich weiß es nicht. Handel haben wir, genau, den Kakao. Der wird hier angebaut, das ist bestens. Da müssen wir auch noch forschen. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Wird denn jetzt geforscht? Ja, jetzt wird geforscht, da wir die Bibliothek haben. Sehr schön. Fleisch exportieren, das wird hier ordentlich gemacht. Ich wollte jetzt nochmal ganz schnell gucken wegen den Arbeitslosen. Das bessert hier nur noch 3. Präsident, wie Sie wissen, sind Sie es, der Tropico zusammenhält. Ohne Sie würde die Insel zu Staub zerfallen und für immer verloren gehen. Ach, zu viel der Ehre. Vielleicht ist es Zeit, darüber nachzudenken, Ihre Dynastie ein neues Mitglied hinzuzufügen. Rein aus Sicherheitsgründen. Ich habe mich schlau gemacht und festgestellt, dass Sie noch ca. 62 Cousins haben. Wir müssen Sie einem Test unterziehen, um die Anzahl ein wenig einzuschränken. Fällt Ihnen da was ein? Armdrückwettbewerb, Singwettbewerb, Wettbewerb im Synchronschwimmen. Ach je. Ich brauche keinen Nachfolger, ich werde ewig leben. Ja, das hatten wir irgendwo Teil 1 bzw. Part 1 oder so auch schon mal. Was machen wir denn dieses Mal? Synchronschwimmen ist sowas Hässliches. Nee, machen wir Singwettbewerb. Nach der Geburt des Erben schwiegen alle Tiere. Ein Lichtstrahl brach durch die Wolken. Und der Chupacabra persönlich kam zur Krippe, um sich vor dem Baby zu verneigen. Jedenfalls werden wir das in die Geschichtsbücher schreiben. Ja, denn Papier ist geduldig, das wissen wir. Mit Hilfe uralter Rituale, darunter das Trinken von Rum zur Festigung der Gehirnwindungen, können wir Ihrem Erben einige Fertigkeiten mit auf den Weg geben. Welche sollen es sein? Agent. Erkennt verborgene Rebellen auf Tropico schneller. Berühmtheit, Entwicklungshilfe steigt, Gewerkschaftler.
die Arbeitsqualität steigt oder den Erben nicht anerkennen. Nee, da machen wir uns keinen Gefallen. Wenn wir da was nicht annehmen, was nehmen wir denn? Ich tendiere zur Arbeitsqualität. Aha, wenigstens kein Astronaut. So, da machen wir jetzt gar nicht lange rum. Wobei Accessoire und ein Hut ist Pflicht. So, was sieht möglichst blöd aus? Das. Gut, mit Baseballmütze. Die Stimme in meinem Kopf. Ja, da musst du mal zum Arzt. Oh, apropos Arzt. Nee, können wir ja eh noch nicht. Ich würde ja eigentlich gerne mal hier eine Klinik hinstellen, aber ja, das geht halt nicht. Wenn das noch nicht freigeschaltet ist, aber wir bauen jetzt hier gleich mal noch was Religiöses. Damit uns die hier nicht noch blöd kommen können. Und dann bauen wir noch einen kleinen Laden, damit sie einkaufen können. Dann haben wir das auch. Kann man das hier hinstellen? Nee. Das ist fast ein bisschen weit ab vom Schuss, wobei das wird ja eh noch größer. Hier haben wir die Taverne. Die ist schon eigentlich... Nee, die ist noch nicht wirklich gut besucht. Aber mir fällt jetzt hier... Also ich Penultimo. Die Schaufel gefunden. Gut. 40 Stück. Schön. Wenn ich herausfinde, wer sie dort versteckt hat, bringe ich ihn um. Ich gab sie den Bergarbeitern, damit sie sie an einen sicheren Ort bringen können. Zum Beispiel unter die Erde. Genau. Effekt Bergwerke freigeschaltet, das wissen wir zu schätzen. Was ich jetzt hier noch sagen wollte, ist, dass man bei den Vorgängern näher ranzoomen konnte. Da konnte man fast ins Glas reinschauen. So, aber jetzt werden wir hier mal zu den Bergwerken schreiten. Was haben wir da? Wieder Fee, das ist immer noch Eisen. Eine Straße dahin. Geht das so? Ja, das geht so. Wo ist das nächste Bergwerk? Wahrscheinlich auf der anderen Seite. Ja, hier hinten. Da haben wir eh schon die Straße eigentlich fast hingezogen gehabt. Auch Eisen. So, Straße hier durch. Gut, passt. Bitte schnell bauen. Und die ganze Sache wieder drehen. Hier, die katholische Mission steht schon und bimmelt. Governor, die Leistungskraft von Tropicos Wirtschaft ist höchst bemerkenswert. Es sieht fast so aus, als wollten sie mich persönlich damit herausfordern. Och, na ja. Läutet die Glocken, ich komme euch besuchen. Der US-Präsident kommt in einem Monat. Okay, dann komm du mal in einem Monat. Viel zu sehen gibt's hier halt noch nicht. Außer diese blöden Wellblechhütten. Da müssen wir dann auch mal irgendwann noch was machen. Fleisch exportieren geht so ganz langsam voran. Durch den Magen. Doch der schnellste Weg, um Freundschaft zu schließen, sind ein paar starke Drinks. Deshalb erscheine ich nie ohne eine Flasche in Ihrem Büro. Ja, dass mich das jetzt nicht verwundert, das erklärt einiges, guter Mann. Der US-Präsident ist für seine Wettfreudigkeit bekannt. Gewinnen Sie ein paar Wetten, trinken Sie dann kräftig darauf und voilà. Er wird Ihr bester Freund sein, nachdem sein Kater verschwunden ist. Aufgabe, gewinnen Sie 3 Wetten, Belohnung, der US-Präsident wird Ihr Freund. Ja, machen wir. Dann werden wir wetten, sobald die Wetten eintrudeln. So, Aufgaben. Großartige Neuigkeiten. Wir haben in kolonialen Nachschubkisten die Sichel gefunden. Sie passt perfekt zu unseren Hämmern und wird unsere Produktivität in die Höhe schnellen lassen. Ich kann unsere glorreiche Zukunft beinahe mit den Händen greifen. Ja, wenn du triffst mit deinen Händen, Penultimo, alte Schnapsdrossel. Effekt Plantagenverbesserung freigeschaltet. Gut. Können wir noch was erforschen hier? Die Planken, genau. Und die Vorarbeiter. Dann forscht mal schön. Ich wollte jetzt hier eine Aufgabe annehmen. Mal gucken, ob ich jetzt dazukomme, bevor wieder einer reinredet. Boing. Okay, doch. Ich bin ganz Ohr. Aber ich wette, dass Sie es nicht schaffen, Agrarprodukte mit all den Steuern und Reglementierungen Ihrer Krone im großen Stil zu exportieren. Verdammt, ich lege sogar noch ein paar Belohnungen drauf. Ich verschaffe Ihnen gute US-Exportgeschäfte oder eine schicke Forschungstechnologie. Aufgabe, verdienen mit Agrarexporten Sie $10,000. Das ist wieder ein Deutsch. Naja gut, das ist ja ein Amerikaner. Belohnung, Sie gewinnen eine Wette und erhalten eine Belohnung von den USA. Nehmen wir doch glatt an, keine Frage.
mit Agrarprodukten. Da müssen wir hier vielleicht doch nochmal ein bisschen was Agrartechnisches machen. Aber wisst ihr was? Jetzt gehen die Jungs hier erstmal wieder ein bisschen gucken. Die Krone hat beschlossen, in Tropico eine Grundsteuer zu erheben. Meine Freunde im Amt sagen, dass Isla Roja dahinter stecke. Ich weiß nicht, wie sie davon profitieren, doch wir werden mit Sicherheit darunter leiden. Die Krone fordert jedes Jahr $50 für jedes auf Tropico errichtetes Gebäude. Sie zählen dabei sogar unseren Palast. Errichtetes Gebäude, tja. Effekt, die Krone fordert jedes Jahr $50 Grundsteuer pro Gebäude, ja. Dann fordert das mal. Fordern darf man ja. Heißt das auch, dass wir das bezahlen? Na, mal gucken. So, jetzt haben wir wieder Geld. Ich neige hier dazu, schon bald einen zweiten Hafen zu bauen. Den Turm hier haben wir. Jetzt wollte ich mal noch gucken. Militär können wir nicht viel machen, außer noch einen Turm. Dann lassen wir das mal noch. Gucken aber hier mal noch, was wir hier tun können. Arbeitslose haben wir keine mehr. Der Rest sieht soweit okay aus, würde ich mal meinen. So viel wir halt machen können. Wie gesagt, Gesundheitsversorgung können wir eh noch nicht viel machen. Dann würde ich doch glatt dazu neigen, das mal hochzustellen und noch eine neue Mine zu bauen. Können wir das schon? Hier hinten, ja. Das ist frei geguckt, sozusagen. Boing, was gibt's hier? Gold, jemand hui. Hat mein Manuskript gestohlen und unter einem Pseudonym veröffentlicht. Eine autobiografische Erzählung von zwei Männern auf einem Berg, die mehr als nur Freunde waren. Oh. Selbst das surreale Kapitel mit den tanzenden Elfen unter dem Regenbogen fällt nicht. Ja, das nennt sich Literatur. Jetzt will jeder auf Tropico auf einer Farm arbeiten und ich werde nie die Anerkennung dafür bekommen. Alles für die Katz. Farmverbesserung freigeschaltet. Armer Penultimo. Kannst ja noch ein Gläschen trinken gehen. Okay, kommen wir zurück zum Thema. Gold. Das ist doch schon mal sehr schön. Da machen wir mit Freude eine Straße hin. Aha, können wir nicht durchs unerforschte Gebiet ziehen. Machen wir auch nicht. Sondern wir ziehen das hier runter. So, passt. Gleich mal Bescheid geben, dass das dringend ist hier. Hochstellen. Und den Fog of War umgehen. So, da haben wir noch eine Aufgabe, denn hier können wir nicht viel machen. Außer warten, bis das halt entsprechend exportiert ist. Bisschen Export hat es auch wieder gegeben. Taverne steht. Hier haben wir das Lädelchen. Doch auch schick. Gut, noch eine Aufgabe. Hören Sie gut zu, ich wiederhole mich nicht. Ich habe von einer Geheimwaffe erfahren, die für die Revolution von entscheidender Bedeutung ist. Schon wieder eine Bibliothek bauen, da muss ich gar nicht mehr weiterlesen. Den Text habe ich jetzt schon 2-3 Mal gesehen. Noch eine Bibliothek. Ja, bauen wir halt noch eine Bibliothek. Ich gehe mal davon aus, dass das dann mehr Forschungspunkte generiert. Und wieder einmal ist die Frage, wo ist sie? Da ist sie. Und dann ist die nächste Frage, wo stellen wir sie hin? Hier. Gut. Da ziehen wir mal noch eine Straße rüber. Nicht, dass es hier dann immer noch zu Staus kommt. Wobei, die sind ja sowieso immer noch hier mit ihren komischen Wegen unterwegs. 4000 exportiert. Euch schicken wir... Frauen stehen auf Männer in Uniform. Genau. Euch schicken wir gleich mal nochmal weg, damit ihr weiter forschen könnt. So, da gibt es noch eine Mine. Und zwar Kohle. Gut, das ist sehr schön. Dann haben wir, glaube ich, bald von allem etwas. Kohle, Eisen, Gold und Bauxit. So, bitte auch schnell bauen. Hoch die Priorität. Die neue Bibliothek ist im Bau. Stellen wir da auch... Ne, stellen wir nicht auf hoch. Das ist Blödsinn. Das passiert ja nicht so. Aber hier mal noch schnell gucken, ob geforscht wird. Geforscht wird. Gleich haben wir die Planken fertig. Wir haben soeben herausgefunden, aha, wie oft man einen Wissenschaftler mit einer Planke schlagen muss, damit er etwas entdeckt. Zwischen 6 und 7 Mal. Ja. Wir nannten das die Planck'sche Konstante. Genau. Wird sicher eines Tages eine große Rolle spielen. Da bin ich davon überzeugt, genau. Okay, Effekt Sägewerk freigeschaltet. Dann bauen wir doch gleich mal noch das Sägewerk. Wenn wir können vom Geld her, das ist jetzt nicht gesagt. Nee, müssen wir erst wieder warten bis hier... Da kommt er ja schon.
Bitte legen Sie mal an. Ja, wir brauchen nachher dringend noch einen Hafen. Sonst kommt immer nur ein Schiff, das Sachen auflädt. Und so kommt man nie zu vernünftig Geld. So können wir es jetzt bauen, jetzt können wir es bauen. Dann machen wir das doch wieder irgendwie am besten in die Nähe von... Wo war denn jetzt der Holzfäller nochmal? Haben wir schon einen Holzfäller gebaut? Ja. Wo haben wir den hingestellt? Oder wollte ich einen Holzfäller bauen? Und hab's noch nicht. Doch, da ist der Holzfäller. Dann können wir das perfekt hier hinstellen. Dann ist das in der Nähe. Oh, ist ein Holzfällerlager. Sehr gut. Habe ich mich nicht getäuscht. Dann bin ich froh. So, Holzfällerlager steht. Sägewerk in Arbeit. Wenn das kein Grund ist, eine Pause zu machen, weiß ich auch nicht. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen, Leute. Bis dann. Tschüss.